Das Geld wird immer weniger wert. Und das Einzige, was wir machen können, wenn das Geld immer weniger wert wird, ist, du wirst dein Geld verlieren, der Euro wird auf Null gehen, die Banken gehen alle pleite, ist jetzt auch die Deutsche Bank dran, ist dein Geld auf der Bank überhaupt noch sicher? Aber das besprechen wir heute, mach dir keine Sorgen, denn Olaf Scholz, der Mann mit dem perfekten Gedächtnis, der hat natürlich gesagt, hey, ihr braucht euch gar keine Sorgen zu machen. Ich weiß zwar in meinem Land nicht, wie die Benzinpreise so sind. Wissen Sie, wo so der Benzinpreis, super zum Beispiel? Nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen, deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten, die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen. Aber ihr braucht euch auf jeden Fall definitiv keine Sorgen zu machen. Und warum man sich vielleicht doch jetzt mal Sorgen machen soll, das besprechen wir in diesem Video. Denn jede Form von Fiat-Währung geht immer auf Null. Es ist nicht eine Frage von, passiert das, sondern wann passiert das. Die Überlebensdauer von so einem Fiat-Verarschungssystem liegt so bei, da gibt es Streitereien zwischen irgendwas zwischen 27 Jahren und 45 Jahren. Aber Fakt ist, es geht immer auf Null. Und es war ja auch in Deutschland noch nicht so, dass es nicht schon öfter auf Null gegangen ist. Das heißt, wir kennen das in unserer Geschichte schon, dass das passiert. Warum passiert das? Warum gehen alle Fiat-Währungen immer auf Null? Und wie kannst du dich überhaupt davor schützen? Das besprechen wir in diesem Video. Um zu erklären, warum es immer auf Null geht und warum das System immer zum Kollabieren schon verdammt ist von Tag 1, ist, stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel mit 10 Freunden. So, und es gibt auf der Insel insgesamt 1000 Euro. Das heißt, jeder von euch hat 100 Euro in der Tasche. Jetzt sagt dir der eine Freund, ja hier, der andere Kollege baut da gerade ein Boot, aber das kostet 110 Euro. Ich habe ja nur 100. Kannst du mir vielleicht 10 Euro von deinen 100 leihen? Und dann sagt er, ja, alles klar, kann ich dir leihen. Aber ich will natürlich nicht nur 10 Euro zurück, sondern ich will 15 Euro zurückhaben. Und da hört es auf. Das ist genau das Problem, weil auf der Insel sind ja nur diese 1000 Euro insgesamt. Es gibt nicht 1005. Das heißt, um dann mehr zurückzubezahlen, das Zinssystem, müsste es ja gedruckt werden. Es gibt es sonst nicht. Es gibt diese extra 5 Euro, gibt es nicht auf der Insel. Und deswegen muss immer mehr, wenn man das jetzt im Großen und Ganzen sieht, ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Es wird immer mehr Geld gedruckt, gedruckt, gedruckt und die Schulden können schon nicht mehr abbezahlt werden. Und deswegen ist das System immer zum Scheitern verurteilt. Und bis 71 war das ja noch gekoppelt am Gold. Das heißt, man durfte nur so viel drucken, wie wirklich Gold unten im Keller ist. Aber da sind ja alle misstrauisch geworden und Frankreich hat gesagt, hey, Moment mal, ihr mit dem ganzen Krieg da in den USA und so, ich weiß gar nicht, habt ihr überhaupt noch so viel Gold da im Keller, wie ihr Dollar habt? Schickt mir mal lieber mein Gold zurück. Ich bin da ein bisschen misstrauisch. Und dann hat die USA gesehen, oh, Moment mal, wir haben ja wirklich viel mehr gedruckt, als wir wirklich an Gold da haben. Deswegen, lass uns das mal lieber brechen. Lass uns mal den Goldstandard brechen und wir sagen einfach, nein, hat jetzt nichts mehr mit dem Gold zu tun, ihr könnt das nicht mehr dafür abheben und wir können jetzt praktisch ohne Ende Geld drucken. Und dann hat sich das Geld nach 1971 natürlich extrem krass entwertet. Es gibt diese eine Seite, habe ich euch schon öfter verlinkt, was ist nach 1971 passiert, also nachdem der Goldstandard gebrochen wurde. Und das Geld entwertet sich in einer so schnellen Geschwindigkeit, dass wir uns heutzutage praktisch nichts mehr leisten können. Also das Geld wird immer weniger wert. Damals brauchtest du 2 Jahresgehälter, um dir ein Haus zu kaufen. Heute brauchst du 8. Das ist 4-mal so lange. Damals hat man 16% für Miete ausgegeben. Heutzutage 60 oder was. Das heißt, damals konnte man noch mit seinem Geld, egal ob man als Handwerker gearbeitet hat, seine Familie ernähren, in Urlaub fahren, ein Haus haben, ein Auto haben. Es war alles kein Problem. Heutzutage gar nichts mehr. Das wird immer schlimmer. Und das Problem ist, es wird immer schlimmer. Wir werden uns immer weniger leisten können, weil die Schulden gehen weltweit immer höher. Die USA sind schon bei 31 Billionen. Die können die Zinsen schon gar nicht mehr zurückzahlen. Sie müssen neues Geld sich leihen von der Fed. Es muss neues Geld gedruckt werden, dass die überhaupt noch irgendwas zurückzahlen können. Das heißt, das ganze System ist zum Kollabieren verurteilt. Und jetzt gehen die ganzen Banken komplett pleite. Ich habe damals schon vor Monaten den Vorboten von der Credit Suisse gesagt. Die ist natürlich jetzt pleite gegangen, ist übernommen worden. Wo ist jetzt das Problem? Weil Swiss Bank sagt natürlich, hey, hier gibt's gar nichts zu sehen. Wir sind so stark praktisch wie nie zuvor. Und du siehst, immer wenn die Öffentlich-Rechtlichen sagen, hey, nein, jetzt kannst du Millionen machen, dann musst du vorsichtig sein. Wenn sie sagen, bei Credit Suisse ist gar nichts zu sehen, dann bin ich extrem vorsichtig. Das ist für mich ein Signal, dass die richtig im Eimer sind.
weil die Banken haben eine Versicherung. Das ist die Credit Default Swap. Und das ist praktisch, als wenn du dich versicherst. Du hast ein Auto und du willst dich vorsichtshalber versichern, weil du weißt nicht, wenn du einen Unfall machst, dann ist es ganz gut, wenn du eine Versicherung hast. Und deswegen, ja, holst du dir eine Versicherung. Wenn jetzt aber die Versicherung rausbekommt, ey, du bist ja voll der Alkoholiker und du trinkst jedes Mal, wenn du im Auto sitzt und du kannst eigentlich gar nicht Auto fahren, du hast auch keinen Führerschein und gar nichts, dann sagt die Versicherung natürlich, ja, Moment mal, da kostet die Versicherung für den Typen jetzt aber nicht mehr 100 Euro im Monat, sondern wir nehmen einfach 3000 Euro im Monat, weil dass der einen Unfall macht mit seinem Lamborghini, der 200.000 Euro kostet, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Deswegen müssen wir jetzt die Versicherung von 100 Euro im Monat auf 3000 Euro im Monat hochfahren. Das ist ja klar. So, und genau das, was damals bei Credit Suisse passiert ist, als ich das Video gemacht habe, habe ich gesagt, das sieht nicht gut aus. Da dachten natürlich alle, ja, Cecil, du machst ja voll, das ist ja voll Schwarzmalerei. Der Credit Suisse passiert sicher nichts. So, das gleiche jetzt mit der Deutschen Bank. Dieser Credit Default Swap ist so hoch geschossen. Und was ist noch passiert? Janet Yellen hat in der Anhörung zugegeben, ja, die großen Banken, ja, die entschädigen wir. Wir entschädigen zwar nicht die Investoren, aber die Leute, die das Geld da hatten, die entschädigen wir, wenn die Bank pleite geht. Aber nur die Großen. Dann wurde sie gefragt, ja, aber wovon macht ihr das denn abhängig? Also was heißt groß? Wie jetzt? Wer? Also werden die kleinen Banken jetzt nicht übernommen? Ja, das müssen wir individuell absprechen mit der FDIC. Und ja, wir wissen nicht. Und da denken sich alle, die ihr Geld natürlich in den kleinen Banken haben, denken sich, oh, Moment mal, da muss ich ja zu den Großen gehen. Was soll ich denn jetzt machen? Weil es halt nicht versichert ist. Und diese FDIC-Versicherung, wo man denkt, ja, aber ich habe ja eine Einlagenversicherung in Deutschland bei 100.000 Euro, in den USA über FDIC über 250.000 Euro. Ja, aber das ist ja gesichert. Die FDIC kann von dem Bankguthaben unter 1% ersetzen, wenn alle Banken pleite gehen würde. The FDIC can't handle this. Their insurance fund is only 0.03% of bank deposits. 0.03%, roughly 125 billion in FDIC liquidity, backing over 9.5 trillion in deposits. So, und da muss natürlich der Staat reinkommen und sagen, ja, okay, jetzt die ganz systemisch wichtigen Banken, da entschädigen wir die Leute, die ihr Geld da haben, aber sie entschädigen nicht die Aktionäre und den Vorstand und die alle. Und was sagen jetzt natürlich alle Investoren von der Deutschen Bank? Moment mal, wenn es nicht sicher ist, ob wir entschädigt werden, also selbst wenn die Kunden vielleicht entschädigt werden, was noch nicht klar ist bei allen Banken, aber wenn die Aktionäre schon mal sicher nicht entschädigt werden, dann nehme ich natürlich mein ganzes Geld da weg, ist ja klar. Und was ist das Resultat? Dass der Aktienkurs natürlich komplett in den Keller fällt. Und die Banken haben ja alle nicht die Liquidität, dass sie es verkraften könnten, wenn jetzt alle hingehen und sagen, ja komm, gib mir mal mein Geld zurück. Das verkraften die ja nicht. Weil die nehmen ja dein Geld und spekulieren das irgendwo anders. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das heißt, wenn sie dann so ein 10 Jahre Staatsanleihe kaufen, aber die haben das nicht flüssig da und es kommen auf einmal, keine Ahnung, 25% der Kunden und sagen, gib mir mal bitte mein Geld zurück. Die haben das ja nicht. Und so gehen alle Banken jetzt pleite. Die New York Times, glaube ich, hat gesagt, dass 186 Banken in den USA betroffen sind. 186. Und wir haben jetzt schon das, was verloren wurde an Geldvolumen, ist jetzt schon so hoch wie noch nie in der Geschichte. Das heißt, wenn jetzt jemand drunter schreibt, ja, du machst dir nur Angst, das stimmt ja alles gar nicht. Die Verluste sind jetzt schon höher als 2008. Jetzt schon. Und es hat praktisch noch gar nicht angefangen. Und ich habe ja im letzten Video schon erklärt, warum die ganzen Banken genau pleite gegangen sind, nämlich weil sie keine Liquidität haben. Das war Silicon Valley Bank, Signature, Silvergate, Credit Suisse und so weiter und so fort. Richtig viele Banken. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie schütze ich mich vor dem Ganzen, was noch kommen wird? Weil das war definitiv jetzt noch nicht das Ende. Weil die Fed hat die Zinsen weiter oben. Die Banken haben keine Liquidität. Das, was sie gekauft haben an Staatsanleihen, ist viel weniger wert. Das heißt, eigentlich müssten sie das verkaufen, wenn die Leute Geld abheben. Und wenn sie das machen, dann haben sie ein richtiges Problem. Weil wenn die Fed sie dann nicht praktisch, ja, denen unter die Arme greift und denen das Geld gibt, dann haben die ein Problem. Dann werden auch die Menschen alle ihr Geld verlieren, weil das kann ja nicht alles abgesichert sein durch die FDIC. Das heißt, wie kann man sich denn überhaupt noch schützen? So, weil wir hatten ja diese Fälle auch in Zypern, Griechenland und so, wir hatten die Fälle ja auch oft.
Es ist ja nicht so, dass es noch nie da war. Also wenn man zum Beispiel Gold besitzt, dann muss man da keine Angst haben. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Aktien besitzt. Also natürlich kann der Aktienkurs fallen, aber es ist nicht so, dass wenn deine Bank jetzt pleite geht, dass deine Aktien dann weg sind. Die Aktien kann man dann übertragen auf eine andere Bank. Oder wenn man halt Immobilien hat oder ein Auto hat. Ein Auto verliert natürlich auch krass an Wert. Aber das ist alles nicht so wichtig. Das Wichtigste, und ich sage das jedes Mal, und kaum jemand versteht das. Wirklich, ich bin geschockt. Das Wichtigste, wenn das Geld immer weniger wert wird und die Fed hat jetzt schon wieder angefangen, Geld zu drucken. Nein, nein, dieses Gelddrucken hat jetzt aber gar nichts mit der Inflation zu tun. Und die Inflation ist auch nur vorübergehend. Alles, was die Fed sagt, ist immer Banane. Also eigentlich müsste man genau aufs Gegenteil wetten. Also sagen Sie jetzt, Sie haben zwar jetzt wieder so viel gedruckt, wie geht nicht mehr, 300 Milliarden praktisch in sofort, aber hat natürlich gar nichts mit der Inflation zu tun, weil aus technischen Gründen hat das gar nichts damit zu tun. Ja doch, hat was damit zu tun, weil wenn die Leute wirklich alle pleite gehen würden, dann wird es einen Abfall geben. Das heißt, es hat schon indirekt was damit zu tun. Aber worauf ich hinaus will ist, das Geld wird immer weniger wert. Und das Einzige, was wir machen können, wenn das Geld immer weniger wert wird, ist, mehr Geld zu verdienen. Wenn wir eine Inflation haben bei 10%, aber Realinflation, alles wird 20, 30 oder bei den Energiekosten bis zu 800% teurer, dann können wir nicht mit unserem Gehalt einfach so die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre weiter. Wir können nichts mehr bezahlen. Und dann, wenn die ganzen Banken alle crashen, ganz zufälligerweise haben wir dann die Lösung für euch. Dann haben wir die CBDCs da und die sind richtig schön programmierbar. Also da können Sie ganz genau bestimmen, nicht nur, dass Sie alle Transaktionen, die du jemals irgendwo machst, dass Sie alle sehen, nicht nur das, sondern es ist programmierbar. Das heißt, Sie können sagen, hey, du Umweltschleuder, du bist jetzt schon in diesem Jahr zweimal geflogen, mehr gibt's leider nicht mit deinen CBDCs. Oder Sie sagen, hey, du isst ja viel zu viel Fleisch. Dann gehst du an die Theke, willst Fleisch kaufen und dann steht da, die Person kein Fleisch mehr. Oder dass Sie sagen, du darfst nur für 100 Euro im Monat tanken. Mehr darfst du nicht. Dann musst du zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Oder in deiner 15-Minuten-City dein Leben, wo du alles zu Fuß erreichen kannst. Das ist das, was Sie damit machen können. Und dann werden Sie sagen, hey, das ganze Bankensystem sind alle pleite gegangen. Hier sind jetzt unsere CBDCs. Und wer jetzt sagt, ey, Cecil, das ist ja voll, das sowas, das gibt's ja gar nicht. Dann kann ich sagen, die Fed bringt jetzt schon im Juli diesen Jahres ihre erste Form von CBDC. Es ist technisch noch nicht 100% CBDC, aber es geht in die richtige Richtung. Jetzt schon im Juli. So, und zum Glück gibt es freiheitsliebende, vernünftige Menschen noch, die dagegen kämpfen. Es ist ein richtiger Kampf. Es ist ein richtiger Kampf und wir werden sehen, wer gewinnen wird. Um es kurz zu machen, das Wichtigste in dem Kampf gegen die Inflation, dass das Geld immer weniger wert wird und was sie in Zukunft versuchen, das werden sie auch nicht in jedem Land schaffen. Das Einzige, was wir machen können, ist, mehr Geld zu verdienen und uns abzukoppeln und nicht mehr abhängig sein von denen. Weil die werden natürlich sagen, hey, ihr seid jetzt alle pleite. Ach, künstliche Intelligenz hat eure ganzen Jobs weggenommen. Ja, die ganzen Banken, alle Firmen sind leider pleite gegangen. Du hast jetzt deinen Job verloren, weil die größte Gefahr ist, nur einen Arbeitgeber gerade zu haben, weil die ganzen Firmen pleite gehen. Ja, ihr so, jetzt, wir schenken euch das universelle Grundeinkommen, aber das geht nur in Form von CBDCs. Das heißt, wir können alles sehen. Um es kurz zu machen, wir müssen mehr Geld verdienen und wir müssen uns von denen abkoppeln, dass wir nichts mehr mit denen zu tun haben, dass wir die nicht brauchen, dass wir keine Rente von denen brauchen, keine Unterstützung, kein gar nichts. Wir müssen uns finanziell von denen abkoppeln. Das ist jetzt gerade in der Geschichte der Menschheit so wichtig wie noch nie zuvor. Und nur deswegen, und wenn ihr meine Videos kennt, ich habe das nie vorher gemacht. Ich habe das letzte Mal, das erste Mal gemacht. Ich habe das erste Mal hier drunter unter dem Video eine Telefonberatung angeboten. Und das ist im Wert von 199 Euro. Und wir hatten nach dem letzten Video, haben wir 10 Personen beraten und die waren alle richtig happy. Was gibt es für Möglichkeiten? Was kann ich denn machen? Ich habe ja meinen Job. Wie soll ich denn jetzt noch nebenbei was aufbauen? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Ja, aber ich kenne mich ja gar nicht mit Online-Verkauf aus. Ich kenne mich ja mit gar nichts aus. Was soll ich denn überhaupt machen? So, und da haben wir letztes Mal wirklich 10 Personen die Augen geöffnet und die waren alle so dankbar. Und wir haben uns richtig Zeit genommen dafür. Und das mache ich dieses Mal nochmal, weil die Situation da draußen ist so schlimm. Wenn ich wenigstens 10 Personen, ich meine 20, 30, 40, 50.000 werden dieses Video sehen,
Wenn ich wenigstens 10 Personen helfen kann, dann habe ich meine Aufgabe getan. So, das heißt, wenn du jetzt drunter guckst und du siehst da noch eine Telefonberatung und du kannst dafür einen Termin dir holen, dann mach das auf jeden Fall und füll das Formular richtig gut aus, weil nur dann können wir dich optimal beraten. Aber wenn du es jetzt in 2, 3, 4, 5 oder wer weiß wie vielen Tagen siehst, dann kann es sein, dass es weg ist und dann siehst du da das Webinar zum Matrix-Prinzip und dann guck das an, weil da geht es genau darum, dass man sich abkoppelt von denen. Okay, also wenn du Glück hast, ist eine Telefonberatung noch hier drunter und wenn nicht, guck auf jeden Fall das Webinar, weil das ist das Wichtigste in dieser Zeit. Ein Arbeitgeber zu haben, ist eine Katastrophe. Sich jetzt nichts Unabhängiges aufzubauen, ist eine Katastrophe. Wir müssen das jetzt machen, okay? Das war's erstmal für heute. Like das Video, teile das Video, abonniere natürlich den Kanal und bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Coach Cecil.